Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der limitierten Sonderedition der Realverfilmung des Mangas Black Butler. Und der Einfachheit halber machen wir das heute mal umgekehrt. Das heißt, ich zeige euch zuerst, was alles in dieser Packung steckt und packe es dann ein. So, also der Edition liegt halt ein 16-seitiges Booklet bei, in dem halt über die Ursprünge des Mangas und des Animes referiert wird, über die Produktion wird gesprochen. Was ich sehr schön finde, man hat hier einen Character Guide, der quasi alle Charaktere zeigt und dass man die Namen halt auch zuordnen kann, besser zuordnen. Es enthält witzige Filmfacts sowie Steckbriefe der Hauptdarsteller und natürlich auch Fakten über die sehr, sehr gelungene Synchronisation, wie ich finde. Ja, und die letzten Seiten sind mit Fotos bestückt, unter anderem natürlich auch vom Dresdner Zwinger, der teilweise als Kulisse diente. Und ja, wie so oft die Katze als immer wiederkehrendes Symbol bei Black Butler. Das ist das wunderschöne Booklet. Und die Box enthält sowohl die DVD, das ist die Blu-ray, sowohl die DVD als auch die Blu-ray-Version. Und die kann man hier sehr schön in dieses Digipack reinmachen. Wir haben zuerst die DVD rein. Ja, was ich auch sehr schön finde, diese Schnellspanner hier unten. Dadurch wird die Scheibe nicht so stark belastet wie bei den üblichen Packungen. Und man kann es auch leichter entnehmen. So, und das Ganze ist in einem sehr edlen Schuber, der hier einen Golddruck, Goldfoliendruck aufweist. Ja, also sehr edel gemacht. Und ja, das FSK-Logo lässt sich auch abtrennen. Ne? Also, muss ein bisschen stärker dran ziehen. Aber es funktioniert auf jeden Fall, wie ihr hier seht. So, und die ganzen Fakten zum Film, zum wirklich sehr, sehr guten Realfilm. Und zu den Hauptdarstellern findet ihr halt auch in dem großen Test im Blu-ray-Magazin, das ab morgen im Handel ist. Das ist die Ausgabe 7 2014. Und hier könnt ihr sogar eine von drei dieser schönen Sondereditionen gewinnen. Und dazu müsst ihr halt einfach ein Mail an uns schreiben. Und ja, also weitere Fakten findet ihr dann einfach im Heft, dass es diesmal auch mit exklusiven Sammelkarten gibt. Ich wünsche euch noch viel Spaß und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann!